scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt hatte ich mir vorgestellt, dass als nächster Impulsgeber jemand dazu kommt, der wirklich Unternehmer ist. Jemand, der schon seit längerer Zeit Business Coach ist gleichzeitig. Er ist aber auch sehr interessant, lösungsorientierter Pragmatiker. Und was mir total gefällt, ist ein Freigeist. Ja, er ist neugierig und geht lernen durchs Leben. Netzwerken ist seine Stärke und vor allen Dingen seine positive Grundhaltung für professionelle Optionen. Lassen wir uns mal von ihm erzählen, welche Vorteile, Nutzen oder Nachteile du durch Vorurteile hast. Also wenn du das Wort Vorurteil zerlegst in Vor- und Urteil, dann wird es schneller klar, welcher Vorgang innerlich abläuft. Es geht in der Regel um eine Vorverurteilung. Und wie Vorurteile entstanden sind, ist nicht wichtig. Wichtig ist die Frage nach den Ergebnissen, die wir durch Vorurteile erzielen und welche Erkenntnisse du für dich daraus ziehst. Und jetzt wollen wir uns mal Rolf Barth anhören, was er dazu sagt. Danke. Jawohl, noch anklicken. Für mich ist ein Thema immer dann ganz spannend, wenn ich erkenne, dass da in der Geschichte abläuft, aus der ich ganz viel Erkenntnisse ziehe. Als ich mich mit dem Thema Vorurteile beschäftigt habe, habe ich nicht geahnt, wie voll von Vorurteilen ich bin. Aber wir haben die quasi von der Wiege an anerzogen bekommen. Manches haben wir antrainiert. Je mehr Kreise wir begegnen, desto mehr schaffen wir es, mit anderen Sichtweisen unsere Sichtweise zu verändern. Und manchmal kommt das ganz dramatisch. Also ich denke an diese Geschichte wie in einem Zug, der jeden Tag in der Woche in die gleiche Richtung fährt und wieder zurück die Leute zur Arbeit bringt und abends wieder zurück und die sitzen dann abends da etwas geschaffen und müde und wollen eigentlich nur noch ruhig nach Hause fahren. Und dann kommt da auf einmal eine Familie rein, ein Mann mit drei Kindern und bringt da ganz schön Unruhe in diesen Laden. Und er setzt sich neben einen älteren Herrn und setzt die drei Kinder gegenüber. Und die sind natürlich unruhig und werden immer lauter und immer bewegter. Und zwischen Spielen und Streiten, bis zwei davon sogar auf den Stühlen sitzen, und der halbe Zugabteil schon sich innerlich entrüstet und empört. Und dann bricht es aus diesem Mann neben dem Vater heraus, der da vor sich sitzt und überhaupt nicht reagiert. Haben Sie Ihre Kinder überhaupt keine Erziehung? Merken Sie nicht, was hier abgeht? Und der Vater schaut auf, völlig überrascht, und sagt, Sie haben recht. Aber wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Und meine Frau, die Mutter der Kinder, ist verstorben und wir alle sind überhaupt nicht in der Lage, mit der Situation richtig umzugehen. Und ich glaube, das ist gerade das Ventil für meine Kinder, das zu verarbeiten. Stellt euch mal vor, was in dem alten Mann vor sich geht. Gerade noch war er der Bevormunden ein Ding wollte und jetzt ist er beschämt und zutiefst betroffen, weil er im Grunde genommen die Situation völlig falsch eingeschätzt hat und einfach mal nur jemand maßregeln wollte. Dann habe ich mir überlegt, wie oft passiert uns das eigentlich? Ja, wir sehen jemanden, ist der blöd, kann der nicht zufahren, sieht der nicht, dass grün ist? Wie oft sind wir mit unseren schnellen, vorschnellen Entscheidungen an einem solchen Punkt angelangt,
statt zu hinterfragen oder mal zu schauen, was da Sache ist. Und ich hatte vor ein paar Tagen das Video von einem, der ist auch Speaker, ich muss jetzt den Namen nochmal raussuchen, kann ich aber auch nachliefern, und der ist Kondagan, behaftet seit Kindheit an, und der hat gesagt, der spricht übrigens über das Thema Paralympics-Effekt und eben auch die Vorurteile, denen eben behinderte Menschen oft begegnen. Und er sagt, wisst ihr, die ersten 5, 8 Jahre meines Lebens hat mich das überhaupt nicht berührt, dass ich Kondagan bin mit meinen kurzen Armen, weil meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dass ich geliebt bin und dass ich hier richtig bin. Und in dem Umfeld hat alles wunderbar gepasst. Aber dann sind wir umgezogen und ich bin in eine andere Umgebung gekommen. Und auf einmal bin ich mit all diesen Vorurteilen, hey, Kondagani, Krüppelchen und was auch immer, konfrontiert worden. Und er sagt, ich habe von diesem Selbstverständnis, das ich von mir vorher hatte, ganz viel verloren und habe mich erstmal nur noch selbstkritisch und am Boden zerstört gesehen. Und irgendwann hat er dann mit einem Freund gesprochen, weil er immer wieder draußen auch angerufen und angesprochen wurde, so gespöttelt. Und dann hat sein Freund zu ihm gesagt, wie hast du dich denn früher gesehen? Dann hat er gesagt, ja, hier, ich kann alles, ich weiß alles, und er sagt, das siehst du, und warum wechselst du deine Betrachtungsweise in die von den anderen? Nimm einfach deren Schublade nicht an und begegne denen mit der größten Waffe und der entwaffnendsten Waffe, mit der du überhaupt agieren kannst bei Vorurteilen oder solchen Haltungen. Lächle die Menschen an, suche den Augenkontakt. Und frage ganz freundlich, was haben Sie eben gemeint? Wo kann ich Ihnen helfen? Wie geht es Ihnen? Was ist der Wunsch? Worüber wollen wir reden? Und er sagt, dann habe ich das gemacht und das war so entwaffnend. Daraus sind so wertvolle Begegnungen entstanden. Das war für ihn letztendlich auch eine selbstheilende Wirkung, weil er hat gesagt, versuch doch mal, zu lächeln und schlechte Gedanken zu haben. Das ist irgendwie nicht so kompatibel. Und ich fand das wahnsinnig spannend, hat mich total beeindruckt. Und wie du schon gesagt hast, ich sehe mich als Pragmatiker. Ich brauche schnelle Lösungen. Mein Leben findet jetzt jeden Tag statt. Und ich will jetzt schnelle, gute Lösungen, die mich in ein besseres Verhältnis bringen. Und deshalb habe ich mir so mal den Gedanken gemacht, was kann ich als Impuls mitgeben? Vielleicht überprüft ihr einfach in manchen ein oder anderen Situationen, es ist jetzt vielleicht besser, mal kurz zu lächeln und darüber nachzudenken, wie die Situation entspannter und wertvoller für alle Beteiligten werden kann. Und vielleicht hinterfragt ihr das eine oder andere Mal, warum sehe ich denn jemand so oder so? Warum gibt es diese rassentypischen Bezeichnungen? Und was uns alles schon so beigebracht wurde? Und dann könnt ihr ja überlegen, will ich das weiterhin so haben? Oder will ich lieber lächeln und mich einem angenehmeren Schritt weiterentwickeln? Also, so viel mein Impuls für heute. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend und weitere tolle Impulse. Vielen, vielen, vielen Dank. Bei deiner Erzählung, Ralf, hast du mich auf noch eine Geschichte, an noch eine Geschichte erinnert, die ähnlich ist. Die sitzen in der S-Bahn, zwei Menschen gegenüber, und der eine ist so ein bisschen schlechter angezogen und hat nur einen Schuh an. Und der andere, der gegenüber ist, der sagt, ach Mensch, das tut mir leid, dass Sie nur einen Schuh, dass Sie einen Schuh verloren haben. Er sagt, nee, ich bin ganz froh, ich habe gerade einen gefunden. Das sind so diese Kleinigkeiten im Leben.